Hallo zusammen, schön, dass du dabei eingeschaltet hast zu einem neuen, oh mein Gott, wie ich aussehe, zu einem neuen Weekly Vlog. Ich habe euch ja versprochen, dass ich euch nochmal mitnehme, weil ich in der Woche Geburtstag habe. Das erste Video kommt jetzt morgen online, das ist der Mittwoch, das zweite dann eine Woche später. Schreibt mal gerne unter die Kommentare, ob ihr es gerne hättet, wenn es öfter solche Videos gibt. Weekly Reading Vlog, wo es in dem Sinne geht, dass ich euch meine Bücher zeige, was ich jetzt lese und so weiter und so fort. Ich habe jetzt auch keine Lightbox angemacht. Ich hoffe, dass das jetzt funktioniert, weil die Sonne scheint jetzt hier mitten fast gleich auf meinem Bett. Ja, wo fange ich an? Ich habe eigentlich vergessen, meine Bücher zu holen. Ich glaube, ich hole jetzt mal meine Bücher. Also, so, da bin ich wieder. Ich weiß nicht, wo ich jetzt beim letzten Mal stehen geblieben bin, euch ein Buch gezeigt zum Thema Bestellung beim Universum. Ich glaube, ich habe euch das Buch von Pierre Frank euch vorgestellt. Diese zwei Bücher, die ich gelesen habe, und habe danach beschlossen, nochmal das Thema Bestellung beim Universum nochmal zu vertiefen zu lassen. Und da ich ja Bücher von Mabel Moore habe und die ich bei Rebuy damals bestellt habe, habe ich das Buch, Übungsbuch zu einer Bestellung im Universum gelesen, was jetzt eigentlich schon durchgelesen ist. Das ist, glaube ich, mein drittes. Und jetzt fange ich an, Reklamationen beim Universum zu lesen. Und das ist das letzte Buch zum Thema Bestellung im Universum. Ich glaube, ich habe noch ein paar andere Bücher. Die ich lesen werde. Ich werde jetzt dieses Buch, ich habe jetzt gestern, das war gestern, glaube ich, der 11. März, an dem Montag begonnen. Ich hoffe, dass ich das in 2 Tagen schaffe. Also ich bin jetzt auf Seite 22 und dass ich das heute oder morgen fertig kriege, sodass ich dann eventuell, ich glaube, die Secret Reihe nochmal loslege und da nochmal lese und dass ich die auch nochmal lese. Wie ihr wisst, ich habe ja sehr, sehr viele Sub-Bücher. Wir haben ja euch ja schon erzählt, das sind 230 ungefähr circa. Ich glaube, das sind noch mehr geworden, weil wir kriegen ja jetzt schon hier Bücher von meiner Freundin. Ich habe hier ein dickes, fettes Paket. Das ist mega schwer. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Das ist wirklich, wirklich schwer. Und ich meine, leider sieht es hier, ist es leider schon sehr geöffnet. Das ist sehr, sehr traurig. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Ich glaube, das kann man nicht sehen, Gott sei Dank, weil sonst müsste ich jetzt hier nochmal zudecken, um euch die Adresse zu verstecken. Genau, also auf jeden Fall ist das, warte mal, ich gucke mal, ob ich das jetzt in der Heilerhand kann, aber ich kann das jetzt gerade nicht, das sieht man so, sieht man das so? Okay, das ist auf jeden Fall richtig, richtig schwer. Ich weiß nicht, was Sarah da reingetan hat. Hat sie da Steine reingetan? Auf jeden Fall, ich habe ja mitbekommen, sie hat ein Video hochgeladen, hat sie schon angedeutet für Bücher. Das heißt, wenn ich jetzt für neue Bücher bekomme und eventuell kriege ich noch an meinem Geburtstag noch ein paar Bücher, kann ja wohl sein, dann habe ich wieder neue Bücher auf meinem Sub. Und, oh mein Gott, ja, das ist richtig crazy, weil ich habe jetzt wirklich den Drang, wirklich jetzt sofort meinen Sub abzuarbeiten. Und also wir versuchen jetzt, wir haben jetzt schon, versuchen ist eigentlich nicht die richtige Lösung, sondern das heißt, wir machen das jetzt, weil das ist unser Ziel, unsere Aufgabe, unser Sub abzuarbeiten. Wir haben jetzt schon 7 Bücher schon fertig gelesen aus unserem Sub-Reich. Das heißt, wir werden weitere Sub-Bücher aus unserem Sub zu Ende lesen. Ich habe immer das Gefühl, mein Ohr rauscht schon. Rauscht mein Ohr eigentlich? Genau, wundert bitte euch nicht, wie ich aussehe. Ich bin immer so, ich renne immer gammelig rum, wenn ich zu Hause bin und rumgammel. Das ist einfach so. Ich bin kein Model, kein, also wie alle anderen Influencer, die sowas machen, das bin ich nicht. Dazu gehöre ich nicht. Ich bin halt ein Mensch, der sagt, okay, man muss sich nicht schminken, um authentisch zu sein oder sich wohl zu fühlen. Genau. Das ist aber Thema egal. Ja, also wir möchten das jetzt so machen, dass wir jetzt definitiv, das wird jetzt wieder ein Laber-Video geben, okay, definitiv dieses Buch zu Ende lesen und dann werden wir, ich hatte eigentlich geplant, wie ihr wisst, wahrscheinlich am Anfang des Videos
vom Weekly Vlog 1, dass wir der kleine Lord nochmal lesen, hatten wir gedacht, ne, weil das ist so. Und wir hatten auch gedacht, noch die Schatzinsel zu lesen, aber da wir gerade irgendwie keine Lust hatten oder haben, lesen wir erstmal das Buch. Und ich weiß noch nicht, wann ich diese beiden Bücher lese. Ich habe so viele Subbücher, das sind, wie ihr wisst, 230 bis 300, vielleicht noch mehr. Und wir müssen jetzt erstmal alle Subbücher, die wir haben, also nicht alle, aber die, die wir vollständig haben, werden lesen wir, sodass wir die alle abarbeiten. Ich glaube, ich werde dieses Jahr nur noch Subbücher abarbeiten und dieses Jahr keine Bücher kaufen, wobei ich eigentlich schon wieder ein Trott bin, dass ich schon wieder Bücher kaufen möchte. Genau. Ja, das ist der Standpunkt. Heute ist Dienstag. Ich werde heute das Buch lesen. Ich habe noch nichts gefrühstückt, ich habe keinen Hunger. Ich habe so ein bisschen Stress mit der Familie und ja, das ist leider so. Und wir werden da auch noch in dem spirituellen Rahmen auch nochmal noch andere Dinge machen, die vielleicht auch interessant sein könnte, aber das werden wir, glaube ich, jetzt nicht so preisgeben. Wichtig ist einfach zu lernen, wie man erfolgreich wünscht. Und das ist ja auch unser Ziel. Wir wollen glücklich werden, wir wollen glücklich sein, wir wollen das machen, was uns Spaß macht. Und damit Erfolg haben oder überhaupt irgendwelche Wünsche haben, die wir als Wunder sehen. Und deswegen lesen wir diese Bücher. Ich weiß noch nicht, was ich danach lese, aber das werdet ihr danach sehen. So, genug gelabert. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns dann später wieder, wenn es dann heißt Moira Flat. Ich glaube, ich werde dieses Video mit meinem Geburtstag dazu tun. Also ich werde das in ein extra XXL-Vlog-Video dazu packen, damit ihr nicht wartet, wann der nächste Vlog kommt, weil ich denke mal, ihr wollt ganz gerne wissen, wie es weitergeht. Und ich werde euch auf jeden Fall, ich möchte auf jeden Fall gucken, dass ich euch auf jeden Fall mitnehme. Und vielleicht packe ich noch ein paar andere Themen rein, die vielleicht euch interessieren. Aber erstmal würde ich sagen, ich nehme euch mit. Ja. So, ich wollte euch noch mal kurz mitnehmen. Ich backe jetzt einen Kuchen. Ganz normaler Rührteig. Ich habe das jetzt vom damals noch schon nie verwendet, werde ich jetzt einmal verwenden. Und werde daraus einen Test machen. Es ist jetzt 2:50. Ich muss nur den Backofen ausräumen. Ich werde euch nachher mal das Rezept geben. Ich bin mal gespannt, ob das läuft. Ja, auf jeden Fall Butter, bisschen Zucker, eigentlich 80 Gramm. Ich habe jetzt 50 Gramm genommen, macht aber nichts. Dann ein bisschen Mehl, Eier dazu, verrühren, draufpacken und dann ab in die Kiste. Und dann verziehe ich das mit Schokolade. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann nachher wieder. Wenn ich jetzt weiß, heute nicht mehr Tag. Erst bespritze ich mich mit Mehl. Kann man das sehen? Dann schmeiße ich das Ei runter. Und dann habe ich mir ja vor ein paar Stunden noch Spülmittel ins Gesicht gehauen. Läuft, Moira. Also heute ist nicht mein Tag und heute stimmt auch echt alles nicht. Sieh da. Ja. Aber das gehört nun zum Leben dazu. So. Ich habe mich jetzt nicht umgezogen, aber Socken, weil ich das Gefühl hatte, da hat sich noch Ei geklebt. Also der Kuchen ist jetzt im Ofen. Es ist eigentlich nur ein kleiner Kuchen, könnte man so sagen, aber ein kleiner und voller Kuchen. Ich gucke gerade, was liegt denn da unter meinem Bett? Ist das eine Spinne? Müsste ich mal nachher mal gucken. Ja, ich weiß, es ist jetzt ein bisschen dunkel. Warte mal, ich mach mal Licht an. Da bin ich wieder. Ich hoffe, man sieht das jetzt ein bisschen. Das kann ich jetzt nicht gucken, das muss ich nachher machen. Ja, auf jeden Fall, der Kuchen ist jetzt im Ofen für die nächsten 15 Minuten. Und dann, was wollen wir da drauf packen? Wollen wir einen Zuckerguss machen? Ich glaube, wir packen Zuckerguss rein, ne? Mal gucken, vielleicht machen wir Zuckerguss oder vielleicht machen wir einfach eine alte Schokolade, die wir hier drin haben. Hier so eine, Achtung, Werbung haben wir geschenkt bekommen. Nichts Neues, ach, 2016, muss weg. Ich sammle solche Sachen. Ich glaube, das wäre mal an der Zeit. Sieht man mich? Mich sieht man gar nicht. Ich glaube, es wäre an der Zeit, die mal zu schmelzen. Ich glaube, wir werden ein bisschen schmelzen lassen und dann drüber kippen. Ich glaube, ein bisschen Sahne und dann kippen wir das drüber. Meinst du, das schmilzt dann? Das fest? Ich weiß es nicht. Ja. Oh Gott sei Dank. Gott sei Dank, wollte schon sagen. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, ciao.
Das Puzzle habe ich verkauft. Das da hinten. Super, ne? Läuft bei mir. Sehr gut. Hallo, ihr Lieben. Ich nehme euch jetzt mit. Mein Gott, ich sehe so total scheiße aus mit den Falken. Ja, das ist real life. Ich wollte euch jetzt noch kurz mitnehmen zu einem Tag vorher, was ich plane. Also, wir haben jetzt hier eine geplante Suppe. Das heißt, wir haben jetzt hier ein bisschen Lauch, tiefgefrorene Lauchmöhrchen und Sellerie in Butter angedünstet. Wir werden dazu Kartoffeln machen, also dazu reinpacken. Das ist eine Champagner-Suppe. Mhm. Also das Rezept habe ich hier entdeckt aus so meinem Buch. Und dann dachte ich, komm, lass uns das ausprobieren. Das heißt, wir packen Kartoffeln rein, Gemüsebrühe, anschließend auch Milch. Aber ich glaube, Milch packen wir dann zum Schluss rein. Und wenn wir das morgen machen, können wir zum Schluss Milch reinpacken. Weil ich nämlich nicht weiß, ob das haltbar ist, wenn ich das morgen, wenn ich das jetzt schon reinpacke, ob das gut ist, wenn das dann draußen steht. Ich weiß nicht, ob ich das mache. Vielleicht mache ich das so, dass ich morgen reinpacke und dann die Sahne und dann, was muss ich noch reinpacken? Ja, die Sahne muss ich noch reinpacken und den Champagner. Das heißt, ich kann auf jeden Fall das morgen machen. Dann ist es frisch und ja. Weil das ist der Plan. Ja, ihr seht hier schon geschnitten, die muss ich noch schneiden und dann packe ich die rein. Wuhu, es ist drin.